Ekaterina Leonova, Profi-Challenge mit Ex-Paul Lorenz, Training ist sehr emotional. Ekaterina Leonova wirbelt bald mit ihrem Ex-Freund Paul Lorenz gemeinsam über das Let's Dance-Parkett. Da sind Emotionsausbrüche quasi vorprogrammiert, das weiß auch die Tänzerin. Ekaterina Leonova, Training mit Ex-Paul Lorenz ist intensiv, sehr emotional. Traditionell entscheidet das Los, welche Profitänzer bei der Let's Dance Profi Challenge am Wochenende nach dem Finale miteinander tanzen. In diesem Jahr haben die kleinen Zettelchen für Ekaterina Leonova, 37, einen ganz besonderen Namen herausgesucht. Paul Lorenz, 37, ihr Ex-Freund. 6 Jahre lang waren die beiden ein Paar, Paul war Ekats erster Freund und derjenige, der ihr vorschlug, zu Let's Dance zu gehen. Bei einer derartigen Vorgeschichte sind eine Menge Emotionen beim gemeinsamen Tanzen quasi vorprogrammiert, oder? Tatsächlich ist das Training für Ekat ziemlich emotional, wie sie ihren Fans auf Instagram verraten hat. Trainingstag Nummer 3 startet gleich. Das Training läuft intensiv, sehr emotional, plauderte sie in ihrer Story aus. Wir lachen sehr viel, es ist interessant. So anstrengend wird die Let's Dance Profi Challenge. Wie sonst auch bei den Vorbereitungen mit ihren Promi-Schützlingen sind die Let's Dance tagelang für die 37-Jährige und ihren Tanzpartner. Der Terminkalender ist prall gefüllt, es wird viel Zeit miteinander verbracht. Heute ist auch ein Interviewtag. Unser Videoeinspieler wird gedreht. Deswegen bin ich heute geschminkt. Wir sind auch in einer anderen Location. Heute wird ein langer Tag sein. Kein Wunder. Immerhin müssen Ekat und Paul gleich 3 Tänze einstudieren. Eine Einzelkür sowie einen Tanz, bei dem alle Paare zum selben Song tanzen. Die Duos, die in die Top 3 kommen, müssen zusätzlich beim alles entscheidenden Dance-Off zu einem Lied tanzen, das von der Produktion ausgewählt wird. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, weiß Ekaterina. Gut, dass sie mit Paul einen Tanzpartner an ihrer Seite hat, der sie in- und auswendig kennt.